Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Spiel. Sniper Elite 5. Ich habe noch nie ein Sniper Elite Spiel gespielt. Und auch dieses Spiel. Captain says we'll be surfacing in 5. Hätte ich mir niemals gekauft oder hab's mir auch nicht gekauft. Es ist aber kostenlos direkt bei Release im Xbox Game Pass. Wir schauen rein, let's go. Once they start their raid, we use the distraction break on the beach. Your team destroys the coastal defenses to the west. Direkt überspringen. So, wie sieht's denn hier aus? Also Grafik geben wir auf Maximalus. Won't be a problem. Should scout the shoreline with binoculars. Spot my targets. Dreier und Achter. So. Ich dachte, das wäre ein Ego-Shooter. Aber anscheinend ist es so, wenn man nicht reinzoomt. Third Person mäßig. So. Drücke B, um dein Fernglas zu benutzen. Halt das Fernglas über Feinde, um sie zu markieren. Okay. Ah, jetzt markiert er den. Der ist dann mit dem Scheinwerfer am Gange. Sind noch irgendwo welche? Ja, da. Okay. Hallo. Wir gucken uns gegenseitig an. Alles klar. So, die beiden Scheinwerfer, oder was? Immer noch ein bisschen laut. Ist mir alles noch zu laut immer. Das machen wir mal eben weg. So. Wir sollten Lunge leeren. Ah, dann können wir ruhiger zielen. Aber was ist denn zielen? Achso, wir können wieder so oder so. So. Sollen wir jetzt. Null? Und durch ihn durch. Oha! Ist die Kugel eingeschlagen? Phantom Kilki, wir langstrecke leeren und Geräusche überdecken. So, jetzt drücke während des. Jetzt müssen wir den anderen hier. Bam! Hä? Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Was klappt hier nicht? Q-Reichweite. Ah ja. Ich kann hier umschalten. 100, 200, 400. Verstehe ich nicht so recht. Ah, oben rechts. 129 Meter. Das heißt, wir müssen irgendwie so auf 200 mal stellen. Ich kenne mich bei dem Spiel nicht aus, aber ich verstehe es nicht. Eben hat es doch geklappt. 300, 400, 600. Muss man jetzt... Ah! Nee. Hä? Ach, warte. Ach so, Moment mal. Ah! Okay, ich verstehe es. Glaube ich. Also ich glaube. I'll get my men ready. You secure the beachhead and we'll follow when everything's clear. So hoch. Da zieht. All right. Ja, egal. So, was muss man machen? Okay, wir haben es geschafft. Wie gesagt, Leute, kostenlos im Xbox Game Pass für PC, für Xbox, ja. Ausprobieren kann man es immer, ne? Ich weiß, dass sowas nicht meine Sache ist. Aber es hat gute Bewertungen und wer Bock auf so ein Game hat, warum nicht, warum nicht? So, was kann ich denn hier? Ich kann ducken.
Ich kann mich auch hinlegen. Also Grafik sieht auch schlecht nice aus. Wir können uns so rollen sogar. Wir können wieder aufstehen. Wir können sprinten. Ich müsste mal meine Sense ein wenig höher stellen. Immer kurz zwischendurch mal speichern. Denn meine Sense müsste ein bisschen höher. Steuerung, Empfindlichkeit. Zielfernrohr war eigentlich ganz okay. Vibration aus, ich spiele nicht mehr durch. Sprint erzwingt Stand. Okay. Ja, ja. Wow, nee, 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 viel zu schnell. What the fuck? So, so lassen wir es erstmal. Wir sliden hier runter. We're going to have to go prone to get ahead. Hier können wir allerdings. Hier scheint bla bla bla. Ziele anzeigen, Leertaste. Das Gebiet sichern. Okay. Should be able to climb my way up there. Get a good vantage point down on the beach. Ah, wir können hier hochklettern. Sind jetzt irgendwo ein Gegner? Ach, hier sind die Getöteten. Suchen. Bisschen Muni gefunden. Ich könnte ihn auch wegtragen und ich könnte eine Sprengfalle an ihn dran machen anscheinend. So, und jetzt nehmen wir hier als Zweitwaffe eine MP40. Okay. Voll. Verband, voll. Also vom Movement irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht. Can't give away my position. Should take him down quietly. Okay, man kann sich im Gras verstecken. Das wir schon tausendmal hatten. Warum können uns die drücke E töten oder V nicht tödlich ausschalten. Mit wem redet der denn? Ja, wir töten ihn. He'll be part of a patrol. Jetzt tragen wir ihn mal weg. Keep to the shadows. Muss im Schatten bleiben, sonst finden sie uns. Jetzt werfe ich ihn mal. Bam. Okay, er ist weg. Ist da ein Gegner? Der Sniper ist echt geil. Ah, da oben. Ach, eine Pistole habe ich auch noch. Beckendorf hatte die richtige Idee. Geben wir ihnen verdammt noch mal. Ja, die haben deutsche Sprachausgabe, weil sie hier Deutsche jetzt sind. Soll ich ihm mal Heli geben? Meter nur, warte mal. Aber dann muss ich doch jetzt wieder dieses Ding ändern hier. 50 Meter. Ah, jetzt. Eieieiei. Einmal durchs Gehirn. Ist ja geil, wie das angezeigt wird. Okay. Der Typ ist weg. Hier kann man übrigens den Reload beschleunigen, wenn man dann im richtigen Timing drückt. Was ist hier? Flasche? Ich habe wohl nur eine Flasche zum Werfen, so, damit die abgelenkt sind wahrscheinlich. Okay. Feinde hören nicht, wenn du laute Waffen oder dich schnell bewegst. Gut. Sie müssen es irgendwo versteckt haben. Bestimmt haben sie es noch nicht über den Kanal transportiert. Wir müssen weitersuchen. Hinter der Wand anscheinend. Finde ich auch lustig, dass sie deutsche Sprachausgabe für die Deutschen haben, aber insgesamt keine deutsche Sprachausgabe. Finde ich ein bisschen lächerlich. So, wir untersuchen ihn nochmal. Oder durchsuchen, nicht untersuchen. Gut. Ja, ich würde schon gerne mal so ein bisschen aggressiver, ne? Aber dann wird hier voll der Terror gemacht wahrscheinlich. Aber ich könnte jetzt da lang, ich könnte aber auch hier wahrscheinlich hier hoch. Oh, er guckt zu mir. Welcher Idiot hat zugelassen, dass diese Informationen gestohlen wurden? Der müsste hier eigentlich im Müll wühlen.
Kann er sich mal umdrehen, oder? Wie kann ich hier zum Beispiel eine Flasche werfen? Ja, lol, er sieht mich nicht, oder was? Ja, genau. Was hat er denn für einen Blickwinkel oder Sichtweite? Er sieht mich nicht. Tschüss. This is likely to have something important on him. Na, should check the body. Ja, Bootsschlüssel gefunden und einmal TNT. What the fuck? Wie kann ich denn dieses TNT und so? Gesundheit voll. Ah, hier ist so ein Rädchen. Ah, okay. Hier können wir jetzt auch die Flaschen werfen. Maus 2, Köder mit Zündung. Eine Pfeife. Schutzmine, Tellermine, TNT. Eieiei, okay. So, wir müssen jetzt hier rein. Ich nehme mal kurz die andere Waffe. Schließ mal auf. Military Papers. Should have a look. See what's going on here. Keiner hier. Dokumente nehmen wir natürlich. According to this, the SS captured a resistance cell in the town last week. Tür schließen wir auf. It must be Blue Vipers. Gucken wir uns mal ein bisschen mit dem Fernrohr um. Mit dem Fernrohr, mit dem Fernglas. Da sind nämlich Gegner. Oh shit. Ach schade, dass er nicht drin bleibt. Ich hätte gern mal TNT geworfen. Wir müssen noch die Waffen aus ihrem. Wie kann ich das denn jetzt benutzen? Gebe ich den beiden den Hedy oder was? Er guckt dahin, er guckt dahin. Der ist weg, der Junge. Oh, scheiße. Er hat's gesehen. Er darf keinen Alarm schlagen. Wo ist er denn jetzt? Hä? Got to secure my contact. Ah, da ist er. Can't just leave them to die if they've been captured. Ah, es kommt nicht immer so eine Wiederholung. Er ist auf jeden Fall jetzt tot. Kann ich mit dem Auto fahren? Nee, schade. Ja, Gewehr, Muni, Muni, Muni. Okay, wir müssen da irgendwie hoch. Ist da ein Gegner? Jo. Aber nur einer. Wollen wir den mal so erstmal ins Bein schießen oder so? Wollen wir mal gucken. Oh. Oh, oh. Wir schießen ihn jetzt erstmal irgendwie. Ich will mal sehen, was dann passiert. Wir schießen ihn erstmal nur in den Fuß. Oh, ist er tot. Scheiße, haben die das jetzt gehört? Wahrscheinlich nicht. Tragen. Machen wir so eine Sprengfalle rein. Keine Ahnung. So, jetzt gucken wir erstmal mit dem Fernglas. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. That'll be where they're holding the resistance. Got to get past these Nazis and get inside. Nein, Mama. Drücke Q, um die Pfeife auszuwählen. Halte F, um sie zu benutzen. Soll ich sie hier reinlocken, oder was? Scheint sich sein Pfund Fleisch zu holen. Es könnte alles vorbei sein, wenn sie nur reden würden. Hallo. Was war das? So, jetzt kommt Hallo? Er hier rein, oder was? Na, komm mal rein hier in das Gras und dann nehme ich dich hops. Scheiße, der andere guckt gerade. Gar nicht gut. Ah, müssen wir etwa noch mehr Gräber ausnehmen? Warum machen wir das eigentlich?
Soll er gucken im Fernglas? Oh, what the fuck? So, die beiden mache ich jetzt mal Kamikaze-mäßig fertig. Oh shit. Hä? Lol. Ach so, normale Kugeln können auch ins Gesicht. Eieiei, aua. Das war jetzt eine normale Kugel von einer MP40. Okay, er ist weg. Alle weg, alles sauber, steht da unten links auch. Got to get in there before it's too late. Wer ist denn hier drin? Oh oh. Ah, okay. Charlie? Thanks. I just needed a distraction. The weather in Ostend is better this time of year. Ja! Und so läuft halt Sniper Elite 5 ab für mich langweilig. You're my contact. Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass das Spiel schlecht ist oder so, sondern wer auch sowas steht. Gerne. Es gibt auch Multiplayer. Vielleicht testen wir das nochmal in einem anderen Video. Und wie gesagt, das kostenlose Xbox Game Pass kann man sowieso nicht meckern. Jeder, der hier den Game Pass hat, gönnt euch das Game. Probiert's aus. Wenn es euch gefällt, spielt's weiter. Wenn nicht, dann nicht. Aber ihr habt nicht bezahlt. Wir werden jetzt das hier nochmal überspringen. Und ja, vielleicht beim nächsten Mal nochmal Multiplayer ausprobieren. Kann ich mir nicht vorstellen, wie das sein soll. Weil vom Movement und so her gefällt's mir nicht so. Aber gut. Bis zum nächsten Mal.